Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Als ich anfing in der Schule Elektrotechnik zu unterrichten, war meine erste Unterrichtsstunde das Thema Blackout dran. Warum? Weil ich damit verdeutlichen wollte, wie abhängig wir vom Strom sind. Wie wichtig es für uns als moderne Gesellschaft ist, dass ja, Strom überall und jederzeit verfügbar ist. Ja? Nun gut, jetzt könnten Sie ja sagen, mein Smartphone funktioniert auch mit Akku, ne? Zumindest ein paar Stunden. Nun gut, aber auch das muss wieder geladen werden. Ne? Und Anfang des Jahres hier am 8.1., da hatten wir eine bedrohliche Situation. Da war es soweit, dass wir fast einen europaweiten Blackout kassiert hätten. Ne? Okay, also können Sie nachrecherchieren. Da steht einiges dazu im Internet. Das war eine sehr kritische Situation, die glücklicherweise von den Kraftwerksbetreibern irgendwie gemanagt wurde. Es hat so gerade eben nochmal geklappt, dass das nicht passiert. Was wäre die Folge davon gewesen? Es haben also anschließend etliche Interviews stattgefunden mit Sachverständigen, von denen ich mir einige angeguckt habe. Und einer von denen sagte, es könnte bis zu 10 Tagen dauern, dass das Stromnetz wieder läuft. Ja? So, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann das Ende der Fahnenstange ist. Ja? Ob nicht eine solche Schädigung des Netzes auch dazu führen könnte, dass es dann in Folge aufgrund der daraufhin ergriffenen Maßnahmen etwas instabiler insgesamt dann wäre. Ne? Also bin ich mir nicht so ganz sicher, weil man ja dann in solch einer Situation als Verantwortlicher auch ein bisschen getriebener ist der gesamten Gesellschaft. Die also wollen, dass so etwas nicht wieder passiert. Und dann muss gehandelt werden. Und dann wird irgendetwas gemacht, was in einer normalen Situation Tage, Wochen, Monate, Jahre dauern würde, bis man es umsetzen würde. Ja, warum? Weil eine sorgfältige Planung eben lange dauert. Das ist ganz selbstverständlich, dass das passiert. Ne? Gut, also jetzt könnte man sich noch fragen, können wir denn jetzt nicht einfach mal sorgfältig planen? Und das würde ich tatsächlich vorschlagen, ja. Also unseren Strombedarf der nächsten 10 Jahre mal sauber planen und mal schauen, was denn da überhaupt alles anfällt. Wir haben gerade gejubelt, dass wir also über die Hälfte unseres Stroms zeitweise aus Windkraft beziehen können. Also das trifft aber nur für die Momente zu, in denen dieser Strom gerade auch gebraucht wird, weil wir ihn nicht vernünftig zwischenspeichern können. Okay, also da gibt es etliche schöne Vorträge, zum Beispiel von Hans-Werner Sinn, ne, wie man denn so eine Energiewende macht. Woran man da zu denken hat und was alles noch nicht funktioniert. So, also wenn man jetzt ernst genommen werden möchte von denen, die Ahnung davon haben, ne? Wie zum Beispiel Menschen, die Elektrotechnik studiert haben, wie Icke, dann muss man schon da etwas vorweisen, wovon man annehmen kann, dass es funktioniert. Solch einen Plan haben wir im Moment nicht. Das Abschalten von Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken, die bereits existieren, führt zu Lücken in unserer Stromversorgung, die auch wieder gefüllt werden müssen. Und die können nicht durch so Flatterstrom gefüllt werden. So, warum sage ich das so provokativ? Damit Sie drüber nachdenken. Ne? Also wenn kein Windstrom gerade da ist, weil gerade Flaute ist, wie der Segler es so schön sagt, dann haben Sie keinen Strom. So, es sei denn, Sie haben vorher die Batterie geladen, Sie haben vorher den Stausee gefüllt mit dem daran anhängenden Wasserkraftwerk. Sie haben vorher einen riesen Felsberg
Brocken 100 Meter hochgehoben, den sie dann benutzen können, um eine Turbine wieder anzutreiben. All das kann man machen, aber das ist alles in weiter Ferne, dass es in irgendeiner Realisierungsstufe ist, dass wir das in den nächsten 30 Jahren nutzen können. Es ist einfach nicht da. Es existieren keine Pläne und es macht keiner. Das kann man auch nicht dem Markt überlassen. Das ist tatsächlich eine Aufgabe des Staates, diese Planung vorzuweisen und zu belegen, dass diese ganze zusätzliche Last, die wir demnächst benötigen, zum Beispiel für Elektrofahrzeuge, das ist nicht unerheblich, dass die denn auch bereitgestellt wird. Es kann ja nicht sein, dass ich nur Auto fahren kann, wenn gerade der Wind weht. Ne? So. Und deswegen ein stabiles Stromnetz ist tatsächlich die Basis unserer modernen Gesellschaft. Ja? Ohne dieses Stromnetz sind wir gar nichts. Wir haben noch nicht mal mehr eine vernünftige Dokumentation unseres Lebens vorzuweisen, weil inzwischen alles, was wir tun und lassen, auf irgendwelchen Festplatten liegt, irgendwo in der Cloud liegt, auf irgendwelchen Servern, die dann womöglich abgeschaltet werden. So, jetzt können Sie dann sagen, naja, dann läuft das vielleicht auf irgendeinem anderen Server, der an einem anderen Ort der Welt steht, so 24/7 Verfügbarkeit, ja, gibt es, aber da kommen Sie dann ja auch nicht ran, ja. Also wenn Sie den Lichtleiter nicht mehr betreiben können, weil Sie das Licht nicht mehr erzeugen können, weil die Knotenpunkte alle ausgeschaltet sind, dann gibt es das alles nicht mehr. So, also mein größter Horror in unserer heutigen Gesellschaft ist der Blackout. So, wenn Sie sagen, oh, hat er Angst? Nee, Respekt. Es ist einfach meine Herangehensweise, wo ich dann einfach sage, Leute, wenn ihr fordert, ein Kohlekraftwerk abzuschalten, dann habt ihr vorher diese Rechnung gemacht. Und die habt ihr mir vorzulegen als Wähler, als jemanden, der bestimmt, was hier gemacht wird. Denn in Deutschland ist das Volk der Souverän, so sagt es unser Gesetz, ja? Und nicht irgendein Clown, der meint, er könnte hier mal eben was abschalten, was funktioniert. So. Verstanden? Gut, also machen wir es ran. Stabile Stromversorgung, wie kriegen wir es hin? Und jetzt sagen Sie nicht, mehr Windräder aufstellen. Sorgen Sie für Speicherkapazitäten und fragen Sie nach, wo es die gibt. Viel Spaß dabei. Tschüss.